So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Was ihr hier seht, ist meine neueste sinnlose Bastlerei. Also jetzt nicht völlig sinnlos, aber vielleicht ein bisschen. jedenfalls zu meinen zahlreichen, nicht ganz sinnvollen Hobbys gehört ja das Anfertigen von irgendwelchen Survival-Kits, Survival-Taschen, Survival-Dosen, Survival, was auch immer. Und das ist jetzt hier ein Survival-Röhrchen. Survival-Röhrchen Version 1.0. Anders als Survival-Dose, da bin ich jetzt bei Version 6. Survival-Täschlein bin ich jetzt bei Version 4, glaube ich. Aber Survival-Röhrchen ist noch jungfräulich. Survival-Röhrchen 1.0. Also ja, hier meine Hand so zum Größenvergleich. Es passt also gut in eine Hand. Gerade so ein Röhrchen. Und ja, erstmal. Ne, ihr habt ja Zeit mitgebracht, hoffe ich. Warum zum Geier ein Röhrchen? Macht das Sinn? Naja, für mich schon, weil, wenn ich mir so angucke, was in meinen Beintaschen von meiner Bundeswehrhose so an Zeug drin ist, dann ist es meistens in irgendeiner Form ein längliches Messer. Und damit ist die Tasche ja schon mit einem länglichen Gegenstand gefüllt. Legt man jetzt einen zweiten länglichen Gegenstand daneben, dann hat man eigentlich eine sehr kompakte, gut zueinander passende Taschenfüllung. Und das fühlt sich gut an. Und mein derzeitiger Stand zum Mitschleppen von EDC, also Everyday Carry Ausrüstung, ist, dass ich es zurzeit wenig hinkriege, nennenswert was dabei zu haben. Also nur kurz fürs Protokoll, bei dem Mini-EDC, ich habe ja auch noch eins für den Rucksack, das ist nochmal ein anderes Thema, aber bei dem Mini-EDC hatte ich bisher dieses Döslein. Ja? Und da ging schon auch ein bisschen Kram rein, hier so Handtuchtabletten und bisschen Schnur, bisschen, gut, das ist jetzt leer, das ist zu groß, bisschen auch zu groß. Naja, aber der kleine blöde Spiegel hier. Ha. Ja, und meinetwegen noch zwei Wasserentkeimungstabletten und ein Knicklicht. So, da ging schon ein bisschen was rein und vor allen Dingen war es eine Feuermachdose. Da hatte ich also größtenteils Utensilien zum Feuermachen drin und diese Tüchlein. So, Resultat, nachdem ich damit wirklich eine Weile rumgerannt bin, die Tüchlein waren ständig alle, weil ich die dauernd brauche. Die Wasserentkeimungstabletten habe ich eigentlich nie gebraucht. Schnur brauche ich, habe ich einmal vielleicht gebraucht. Schnur war da auch drin. Also das ist in keinster Weise die Originalfüllung. Aber ja, also im Großen und Ganzen habe ich meistens die Tüchlein gebraucht und tatsächlich hin und wieder mal ein Feuerzeuglein zum Feuer machen. Was hatte ich denn da drin? Weiß ich schon gar nicht mehr. Liegt das hier irgendwo? Ah ja, dieses Ding. Dieses hier. Das ist so ein Kapselfeuerzeug, Kapselbenzinfeuerzeug. Habe ich schon lange, hatte ich mir auch mal irgendwann selber gekauft. Hat leider nicht die beste Qualität, weil wenn man Benzin reinmacht, hier ist es gerade keins drin. Wie man sehen kann, weil geht nichts an. Ist relativ schnell, dass das wieder verdunstet, das Benzin, auch wenn vergleichsweise viel reinpasst. Ich habe da halt inzwischen am Schlüsselbund ein kleineres, aber besseres. Naja, wurscht. Jedenfalls, das habe ich ein paar Mal benutzt und im Endeffekt bin ich für das wirklich, wirklich immer dabei haben in der Hosentasche, EDC Döslein, nicht mehr ganz glücklich mit dem, was da drin war. So. Und deswegen wollte ich halt ein anderes haben und da war mir erstmal wichtig, dass es mal wieder einen Kompass hat. Das hier ist mein, für so einen kleinen Kompass vergleichsweise einer meiner besten. Der hat ursprünglich zu so einem anderen kleinen Survival-Gefäß, sage ich jetzt mal, gehört mit Pfeife, die kein Mensch braucht, mit wasserdichter Verstaumöglichkeit, die halt so klein ist, dass nichts Scheiß reinpasst, außer vielleicht Streichhölzer, mit einem nicht funktionierenden Fire-Stil und eben diesen, aber der tatsächlich sehr gut Kompass. Den habe ich nämlich wirklich schon lange und der zeigt immer noch brav nach Norden. Während wir hier jetzt sitzen und reden, zeigt er sogar die ganze Zeit nach Norden. Wow. Und haben wir den einfach da auf den Deckel geklebt. So. Ja, das war mir also wichtig, dass mal wieder ein Kompass dabei ist. Dann wollte ich ein bisschen mehr Werkzeug dabei haben und deswegen habe ich mir hier an die Seite nicht dran geklebt, sondern das ist ein Täschlein, ja, also man kann das da rausziehen und entsprechend wieder reinmachen. Nur leider ist es so eng, dass ich es nicht wirklich rausziehen und wieder reinmachen möchte, muss ich aber gleich, zeige ich euch dann. Da habe ich jetzt ein Mini Leatherman, ja, das ist also das ganz, ganz, ganz kleine Leatherman.
Einfach damit ich ein kleines Zängelchen habe. Eine große Zange brauche ich jetzt wirklich nicht. Hier habe ich noch einen Schlüsselring unten drin. Und das ist es eigentlich zum Äußeren. Ach so, Panzertape. Da ist relativ viel Panzertape rumgewickelt. Das liegt einfach dazu, dass man Panzertape dabei hat. Dann habe ich hier noch zwei sogenannte Ranger-Bänder, also abgeschnittener Fahrradschlauch. Kann man hier sehen, das sind also zwei. Die dienen auch zum verschiedene Sachen befestigen. Ne? Also auch als ja. Wichtig ist mir ja bei meinen nur richtigen Survival-Taschen, die man dann im Rucksack dabei hat, dass da auch Material zum Übernachten, insbesondere zum Wärmeerhalt dabei ist, was ja eines der größten Probleme ist, die man halt in potenziell kalten Regionen wie Deutschland, zumindest potenziell kalt, haben kann. Aber das passt halt in so ein Mini-Ding nicht rein. Wenn du mit so einem Mini-Ding unbedingt Wärmeerhalt betreiben willst, dann musst du halt ein Feuer machen, was ja eine Notsituation dann auch legitim wäre für irgendwelche Trainingszwecke und für einfach nur mal kurz draußen lustig rumzündeln. Kann man natürlich auch machen, aber ja, ne? Ich sag da mal nichts zu. Aber jedenfalls eine Übernachtung mit Feuer einfach so, weil man Bock drauf hat und sich nur mit Feuer warm halten, ist natürlich hochgradig illegal, weil wenn man schläft, kann man das Feuer nicht beobachten. Das ist immer hochgradig gefährlich und dann kann der Wald doch schnell anfangen zu brennen, wenn man sich so ganz unkontrolliert Feuer macht. Deswegen rate ich da grundsätzlich immer von ab. So, ja. Also, das ist jetzt mein Survival-Röhrchen und die Idee ist jetzt, wenn ich also das Ding so ist gedacht zum eigentlich dabei haben und möglichst vergessen, dass man es dabei hat und wenn man dann doch mal denkt, jetzt braucht man es, dann kann man es natürlich immer noch aufmachen. Wenn ich also an die Zange ran will, dann dadurch, dass die doch so eng gepackt ist, man kann sie da wohl rausziehen, aber da habe ich Angst, dass mir mein Panzertape dann kaputt geht, macht man halt einmal schnell so und dann macht man es schnell wieder fest und dann muss man es halt nachher nochmal lose machen, damit man die Zange wieder dran kriegt. Vielleicht klebe ich mir dann auch mal Neues dran, weiß ich nicht. Wobei das eben jetzt noch ein recht frisches ist. Das kann man ja jederzeit austauschen. Man hat ja sogar noch welches dabei. Ja? Also das kann man auch unterwegs machen, sollte das Äußere eben verbraucht sein. Da macht man sich vom Inneren halt noch ein bisschen was ab. Gut, also so ein Leatherman, wie heißt das? Style PS. Vielleicht gibt es da auch noch eins, das ein bisschen weniger als Maniküre-Tool gedacht ist. Jedenfalls, das hat aber trotzdem eine vollwertige Zange, hier sogar mit so einem lustigen Federmechanismus. Wir haben da beide eins von. Ich habe mir auch noch eins besorgt. Evelyn hat mal eins geschenkt bekommen. Und die Zange an sich, die ist halt einfach wie immer bei Leatherman beste Qualität. Und jetzt ist die klein, aber trotzdem, damit kann man wirklich vieles machen. Und gerade auch, wenn ich so im normalen Alltag ja auch mal ein bisschen im urbanen Raum dabei bin, kann so eine Zange mal ganz praktisch sein. Und außerdem braucht man die Zange, um hier alles rauszubekommen. also ich habe da, wie gesagt, Spaß gehabt. Außerdem hat das Ding noch leider keine Klinge. Das wäre natürlich noch ganz schön. Dafür aber eine Schere, und zwar eine sehr gute, die man selbstverständlich auch eine Schere ist eine Klinge, benutzen kann, um mal ein kleines bisschen was zu schneiden. Und wenn man wirklich nur kleine Schneidarbeiten vorhat, dann geht das mit einer Schere teilweise sogar besser als mit einem Messer. Und selbst wenn da so ein Minimesser dran wäre, einen Baum fällen kannst du damit auch nicht. Also ist es jetzt nicht so dramatisch. Ich habe ja sowieso meistens noch irgendein anderes Messer in der Hosentasche. Also dieses Set setzt jetzt wieder darauf, dass ich ohnehin irgendein Messer dabei habe. Der Historie meiner Survival-Kits ist immer mal wieder eins dabei, das ein Messer drin hat, dann wieder eins, das kein Messer drin hat. Aktuell bin ich jetzt wieder bei nicht. Und außerdem hat das Ding noch eine Feile. So, mit Schraubenzieher vorne dran und nichts auf der Rückseite. Aber das Ding ist auch recht scharfkantig. Man könnte damit also auch einen Fire-Stil anreißen. Und wir haben hier noch eine Pinzette. Das ist also auch nochmal schön, dass da noch eine Pinzette gedacht wurde. Die kann ja durchaus sehr nützlich sein, wenn man sich irgendwie einen Spreisel oder sonst was eingefangen hat. Das ist sonst extrem nervig, wenn man keine Pinzette hat. Gut, jetzt, was ist da also drin? Ich mache es mal auf. So, zu oberst erstmal zweimal Oropax in schön bunt. Warum zweimal Oropax? Naja, das soll gedacht sein, jetzt weniger als Wildnis-Überlebenskit, sondern wirklich als nützliche Dinge für meinen Alltag. So, und da ich es überhaupt nicht haben kann, wenn vorzugsweise junge Menschen mit dem Handy rumrennen und uns oder ähnliches hören, kann ich überhaupt nicht abhaben. Und da ich sie nicht töten darf, brauche ich leider
lächle, du kannst sie nicht alle töten, brauche ich leider Ohrenstöpsel. So, vor allen Dingen auch, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Das ist in meinem Alltag zwar gar nicht so oft der Fall, aber wenn, dann sind die hilfreich. Derzeit sowieso nicht, derzeit ist Corona, aber egal. Dann haben wir hier ein Klopapier, beziehungsweise, naja, sind wir mal ganz ehrlich, die Hauptanwendung für die Teile, die bei mir Verwendung findet, ist tatsächlich Klopapier. Man kann es aber auch wunderbar als Spüllappen nehmen, zum Naseputzen, als Hygienetüchlein zum sich waschen, funktioniert auch gut. Aber ja, dadurch, dass ich sie meistens eher in Not brauche, das führen wir jetzt nicht weiter aus. Dann war noch Platz. Und wenn ich noch Platz habe in irgendeinem Survival-Kit, dann muss da unbedingt dieses bekloppte Angel-Kit rein. Ich habe mich ja schon mehrfach über mich selber lustig gemacht, dass ich immer noch diese bescheuerten Angel-Kits einbaue. Weil ich kann nicht angeln. Aber theoretisch sind hier drin so ein paar winzige Haken, vermutlich auch relativ lächerlich, die Größe des Fisches, den man damit fangen kann. Ein paar winzige Bleie. Und so ein paar ganz winzige, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Jedenfalls ist das da drin. So, und ab hier haben wir jetzt schon ein Problem, weil der Rest sitzt ziemlich fest. Und deswegen brauchen wir ja unsere Zange. Übrigens, das ist jetzt hier nicht super ernst und es geht auch nicht ums Überleben und Survival ist knallhart, sondern ich habe einfach Spaß am Zusammenbauen von solchen Sets. Und wenn, sollten die mir die mal nützlich sein, dann ist es ja schön und wenn nicht, dann hatte ich immerhin Spaß. So, hier haben wir also einen Feuerstuhl. Habe hier irgendwo noch, glaube ich, einen Striker rumliegen. Moment, dann muss ich nichts anderes suchen. Da ist er. Also der funktioniert eigentlich ganz gut und vor allen Dingen ist der halt schön dünn. Aber trotzdem lang. Das Problem ist mit den Fire Steels, die klein sind, die man also wirklich in solchen Sets gut unterbringen kann, die sind meistens so kurz, dass man sie fast nicht anfassen kann. Deswegen habe ich lieber einen dünnen, den ich aber gescheit anfassen kann, als einen super kurzen dicken, der zwar potenziell viele Funken produziert, aber wenn ich den nicht anfassen kann, dann hilft mir das auch nicht. Und der hier macht wirklich ordentlich für seine Größe wirklich ordentlich Funken. Und mit dem habe ich auch nachweislich schon das ein oder andere angezündet. Deswegen ist auch schon leicht angenutzt, aber noch lange nicht verbraucht. So, das kommt nicht wieder mit. Das war jetzt nur zu zeigen. Einen Striker habe ich übrigens erstens hier dran. Zweitens im Geldbeutel auch nochmal. Und am Schlüsselbund hängt auch einer. Also deswegen dachte ich, ich muss da nicht noch zusätzlich einen reinpacken. Gut, dann haben wir hier, das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt. Weil wenn man in eine wirkliche Notsituation kommt, dann passiert das nicht unbedingt immer tagsüber. Ja? Und sobald es nachts passiert und du hast eine Sache nicht dabei, nämlich Licht, dann kannst du gar nichts anderes machen, als dich unter irgendeinen Busch legen und warten, dass hell wird. Weil es wäre viel zu gefährlich, im Wald rumzustapfen ohne Licht, wenn man nichts sieht. Also auf dem Weg noch, ja, aber nicht im Unterholz und solche Späße. Deswegen ist meiner Meinung nach zumindest ein bisschen Licht und so eine Nightcore Tube ist einfach für ihre Größe vielleicht mit nach wie vor die beste Mini-Mini-Taschenlampe, die es so gibt. Ich muss die nochmal aufladen, ich habe sie jetzt nur eben verstaut gehabt, damit ich es euch halt zeigen kann, dass sie drin ist, beziehungsweise dass sie reinpasst. Und ja, also nach wie vor, das ist schon ein älteres Modell, funktioniert nach wie vor tadellos. Ich bin da ganz begeistert von und tolle Lampe, tolle Lampe. Die helle Stufe, die ist nicht sehr lange hell. Also Akku könnte noch einen Ticken länger sein, theoretisch. Aber es reicht auf jeden Fall, um, wenn man zum Beispiel irgendwo landet, wo man wirklich überhaupt kein Licht hat, wohin zu kommen, wo man sich dann wieder fortbewegen kann, ohne jetzt viel Licht zu brauchen. Dann hat man ja immer noch ein bisschen Reserve, um sich wieder nochmal anzuschalten. Also im vollen Zustand kann man damit schon wirklich ganz, 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 ganz viel machen. Da ist die extrem hilfreich. Und vor allen Dingen für so eine kleine Lampe hat sie mit ihrem starken Modus auch wirklich eine Leuchtstärke, mit der man arbeiten kann. Wenn ich jetzt ein Knicklicht beispielsweise da reinpacken würde, ja, das ist ja ganz beliebt. Natürlich passt in so ein Mini-Survival-Kit immer noch ein Knicklicht rein. Aber ein Knicklicht, ja, ich bitte euch, bestenfalls dient das dazu, seinen Lagerplatz zu markieren. Schlimmstenfalls funktioniert es überhaupt nicht, weil man kann das vorher nicht kontrollieren, ob es denn jetzt nun funktioniert oder nicht. Also das hier zum Beispiel glüht jetzt fast gar nicht. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr dran rumknicken.
Schüttel, schüttel. Und man verlässt sich da also wirklich auf was, dessen Funktion man gar nicht überprüfen kann. Und davon abgesehen, bestenfalls macht das einen Hauch von Licht, mit dem man was sehen kann, was ein Zentimeter nachher dran ist. Also man kann mit denen vielleicht gerade noch so unter entsprechender Anstrengung der Augen irgendwie ein bisschen was lesen. Und als Angelköder sind sie wohl noch interessant. Und ja, in völliger Dunkelheit kann man damit noch sein Lager markieren, wenn man mal irgendwo aufs Klo geht. Aber das war's. Ende der positiven Eigenschaften von Knicklichtern. Selbst die großen, die sind lustig. Ich spiele da auch wirklich gerne mit rum. Und wenn mir jemand ein Knicklicht schenkt, dann freue ich mich drüber, weil ich mag die gerne. Aber wirklich praktisch sind die nicht. Ganz ehrlich. Also da kann man andere Sachen. Dann lieber ein paar... was weiß ich, Büroklammern oder sonst was mitnehmen als ein Knicklicht. So, ja, also auch als Lichtquelle, völlig für den Arsch, das hilft dir nicht weiter. Meine obligatorische Skalpellklinge, weil irgendwas, mit dem man schneiden kann, musste ich dann doch noch im Set haben. Ich konnte mich einfach nicht durchringen, überhaupt nichts mit Klinge, also mal abgesehen von der Schere, die hier dran ist, mitzunehmen. Und mit Skalpellklinge, die kann man dann natürlich schon irgendwie mit Mittelschnur an einem Ästel festmachen und hat dann so ein halbwegs improvisiertes Messerchen, mit dem man so ein kleines bisschen zumindest mal einen Stock anspitzen kann. Das dauert, je nach Größe des Stocks, dauert das zwar ewig, aber es geht. So, dann habe ich hier einmal Zunder. Das ist ein Kunststoffzunder. Das klingt jetzt erstmal böse und eklig. Riecht auch nicht besonders toll. Ist vielleicht jetzt auch nicht besonders öko. Aber das Ding brennt wie Hölle. Dauert ein bisschen, bis sie anbrennen. Dafür habe ich noch anderen Zunder dabei, um die quasi anzuzünden. Aber wenn die dann mal brennen, dann brennen die auch wirklich lange. Und mit so einem Ding, da müsste es schon in Strömen regnen und ich wirklich ganz, ganz dumm dran sein, dass ich es nicht schaffe, mit diesem einen Teilchen hier ein Feuerle in Gang zu kriegen. Sollte man überhaupt mitgebrachten Zunder brauchen. Man kann ja auch relativ gut welchen in der Natur eben finden, wenn man sich auskennt. Aber da man nun mal auf Nummer sicher gehen möchte und wenn ich schon so ein Set dabei habe und damit die Option habe, Feuer zu machen, dann will ich auch wirklich verdammt nochmal mit Sicherheit mein Feuer haben und deswegen habe ich dann nochmal so ein Ding drin. Und nochmal so ein Ding drin, weil es könnte ja sein, dass ich auch mehrere Feuer haben möchte. Und außerdem, in so eine längliche Dose passen diese länglichen Teile halt einfach super gut rein. Und wo ich noch Hohlraum hatte, habe ich da noch welche reingesteckt. Deswegen sind das jetzt recht viele. Das wäre vielleicht nicht unbedingt nötig, aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen, dass ich bei dem Platz noch unterkriegen kann. So, das hier ist ein Sekundenkleber. Der dient erstens mal zum Zukleben von klaffenden Wunden. Das ist zwar mir wirklich nach wie vor ein Graus, die Vorstellung, dass man sich eine Wunde mit Sekundenkleber zuklebt, aber nach Meinung wirklich vieler Leute, und da man das ja sogar in der Notfallchirurgie teilweise tut, zwar mit chirurgischem Kleber, der aber im Grunde auch nichts anderes ist als das Zeug, nur kann man beim chirurgischen halt den Hersteller verklagen, wenn er nicht geholfen hat oder sonst wie hier nicht. Ja, habe ich das jetzt halt mal dabei, damit ich irgendwas im Bereich Erste Hilfe habe. Und man kann ihn natürlich auch noch als Kleber verwenden, ja, wenn man für irgendwas anderes halt, wofür man Kleber halt so brauchen könnte. So, da ich am Ende dieses Videos vorhabe zu fragen, was könnte man dann noch reintun? Würde mir irgendjemand erzählen, dass Sicherheitsnadeln unglaublich toll sind, ja? Und da ich das schon weiß, habe ich vorgesorgt und mal zwei Sicherheitsnadeln reingeschmissen, damit mir keiner erzählen kann. Oh, guck mal, ist sogar magnetisch. Damit mir eben keiner erzählen kann, dass Sicherheitsnadeln was unglaublich Tolles sind. Beziehungsweise könnt ihr mir schon erzählen, aber sie sind schon drin. Aha. Schnur, das ist Dyneema. Stärkeres Seil gibt es nicht pro Durchmesser. Also die hier hält 80 Kilo oder was für so ein dünnes Seilchen. Und das ist auch ordentlich Material. Also damit kann man auf jeden Fall Hüttenbau und sonstige Baumaßnahmen im Wald problemlos mitmachen. Außer, dass es halt eine Fummlerei ist, weil das eine verdammt dünne Schnur ist. Aber sonst klappt das ganz prima. So, und jetzt habe ich bloß noch, wir neigen uns dem Ende, entgegen hier nochmal so ein Zunder. Das ist im Grunde gewachste Watte als super tolles Zunderstäbchen. Kann man auch selber machen, aber ich habe halt noch welche rumliegen, hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Und ich finde die auch cool, ja. Also nicht, dass ich nicht dankbar wäre. Die lassen sich halt super mit dem Firesteel entzünden, brennen dann relativ lange. So, und jetzt kann man beliebig viele von diesen Teilen dann da dran anzünden. Und dann hat man also, wenn man dann, da kannst du bei strömendem Regen ein Feuer machen. Das war mir einfach wichtig, dass das Feuer quasi mit dieser Dose garantiert ist und auf jeden Fall funktioniert. So, und dann ist da unten drin jetzt noch
auch nochmal, einfach weil, ihr seht, die hat hier so eine Nase. Da kann man es, glaube ich, einigermaßen erkennen. Und die wollte ich noch ausstopfen, diese Nase. Deswegen habe ich da unten einen Abschmink-Wattepad reingepresst. Jetzt kann ich mich also auch abschminken, dann, wenn ich in Not geraten sollte. Dient selbstverständlich auch wieder dem Feuermachen, so quasi als eiserne Reserve, wenn alle anderen Stricke reißen. Also, im Großen und Ganzen, was habe ich jetzt in diesem Kit drin? Ein nutzloses Angelkit. Klopapier oder was man halt sonst noch damit machen möchte, kann man auch als Verbandsmaterial verwenden. Oropax, weil ich die im Alltag halt tatsächlich hin und wieder mal brauche, und der Rest ist mehr oder weniger Zeug zum Feuer machen und ganz wichtig, was zum Leuchten. Schnurmaterial auch immer schön und ein bisschen Werkzeug kann auch auf keinen Fall schaden, wenn man mal irgendwelche kleineren Reparaturen oder kleinere sonst was Versorgen und Nöte vornehmen möchte. Weil so, und warum also jetzt dieses Teil und nicht die kleine Dose von vorher? Weil in der kleinen Dose war im Grunde dasselbe drin, auch Zeug zum Feuer machen plus Klopapier. Und hier ist jetzt Zeug zum Feuer machen plus Klopapier plus Oropax, die haben da nicht mit reingepasst, plus die Zange, plus die Möglichkeit, hier draus übrigens auch Wasser zu trinken, ja? Plus ein Kleber. Und zwei Büroklammern hatte ich da, glaube ich, auch noch drin. Aber hier passt noch jede Menge Panzertape dran. Und ich habe einen Schlüsselring unten drin. Haha! Und zwei Gumminopselchen und ein Kompass. Ich habe mich ja schon mal dazu geäußert, dass ich einen Kompass im Survival-Fall für begrenzt, ja, irgendwas lenkt ihn ab. Norden ist nämlich, ja, da ist Norden. Ja, da, also da. Da, wo er jetzt hin zeigt. Wenn ich ihn hier hinstelle, ja, dann ist Norden woanders. Schon spannend mit diesen Kompassteilen. Jedenfalls, meiner Meinung nach ist ein Kompass im Survival-Fall jetzt vielleicht trotzdem nicht das Ultima Ratio. Und viele Leute sagen immer, ein Kompass ist ja auch so super, super nützlich. Das hilft dir aber nur dann was, wenn du ohnehin schon weißt, wo du bist und wo dein Ziel liegt. Wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst, weil du nicht keine Ahnung hast, ob du jetzt nach Norden, Westen, Osten oder sonst wohin laufen sollst, dann hilft dir auch ein Kompass nicht viel. Dann ist er im Wesentlichen noch dafür da, dass du halt nicht im Kreis rennst. Das ist vielleicht auch noch ganz hilfreich. Ich behaupte zwar, dass ich inzwischen gelernt habe, im Wald nicht im Kreis zu rennen, weil man kriegt irgendwann wirklich so einen gewissen Waldorientierungssinn, wenn man da oft genug rumrennt. Aber wenn es dunkel ist, funktioniert das gar nicht. Und wenn es dunkel ist, kannst du so schnell dich völlig verlaufen und keinen Plan mehr haben, aus welcher Richtung du überhaupt gekommen bist. Das kann wirklich ganz, ganz schnell gehen, gerade wenn man wenig Licht hat und wenig Orientierungspunkte und nicht eben ein Lager, das man akustisch suchen kann, in dem da noch irgendwer anders liegt, den man dann halt anbrüllt, bis er einem sagt, wohin man laufen muss. Ich habe schon wirklich ganz oft, wenn ich nachts auf den Spatengang gegangen bin, ja, falls das mal nötig war, war ja, ist ja auch nicht immer nötig, dass man nachts nochmal raus muss. Aber wenn man dann ein bisschen weiter wegläuft und sich dann auf das, was man da zu tun hat, konzentriert. Das ist ja auch wichtig, ne? Dann kann das so schnell gehen, dass man gar nicht mehr so hundertprozentig weiß, wo jetzt eigentlich sein Lager ist. Und gerade wenn man dann nur eine ganz kleine oder überhaupt keine Taschenlampe dabei hat, weil man denkt, man findet schon wieder, dann das lernt man auch nur sehr langsam. Ja? Also mir ist es schon wirklich oft passiert, und das, obwohl ich weiß, dass mir das immer wieder passieren kann, es ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Und da für solche Zwecke, also gerade eben für die nächtliche Orientierung, das soll ja nur ein Beispiel sein, dass das nicht so einfach ist, da kann dann der Kompass schon wieder sehr hilfreich sein. Ja. Aber er wird meiner Meinung nach trotzdem nach wie vor so ein bisschen überbewertet, wenn man sonst weiß, was man tut. Und Himmelsrichtung feststellen kann man ja auch mit anderen Methoden relativ gut. Gut, ja, das wäre es dann zur Survival-Röhre gewesen. Habe ich jetzt ein Weilchen dann rumgebastelt. Im Grunde ist das jetzt nichts super fancy, aber mir hat es wieder mal sehr viel Spaß gemacht, was Entsprechendes zusammenzubauen. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die dann eurer Meinung nach absolut noch reingehören oder absolut noch fehlen oder völlig sinnlos sind, dann gerne Bescheid sagen. Da bin ich gespannt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.